Hallöchen, willkommen zurück zu Koi. Level 7 steht an und mal gucken, wie wir das hinkriegen. Hoffnung des Gegenstroms? Ja, mal gucken. Findige Zuschauer haben bestimmt gemerkt, ey, dein Fisch sieht anders aus. Ja, ich habe einen anderen Skin gewählt. Moment, sind es die kleinen Dinger, die man anstupsen muss? Nein. Wir müssen jetzt erstmal die Fische finden. Oh, da versteckt sich ja einer. Schwimm schneller, Fischi. Oh no! Hol dir das Puzzleteil. Oh Gott. Ja. Oh, muss seine Gehirnverschüttung jetzt vorliegen, so arg, wie der da gegen den Felsen gebumst ist. Jo, immerhin leuchtet das Ding. Ah, da hätten sie sich auch sparen können, hier diese Minischose da. Ja, vielleicht wollten die nur die Mechanik dieses Gegenstroms introducen. Das kann sein. Das kann sein. Aber die Musik ist richtig geil in dem Level. Richtig schön gruselig. Ach, und jetzt öffnet sich das? What the hell? Weil ich an das Kabel gekommen bin, oder wie? Kann man hier weiter? Nee. Na gut, dann lassen wir es doch einfach mal grillen. Das tut ja nicht so weh. Zack. Passt schon. Ach, ist das schön. Jetzt müssen wir nur mal kurz gucken, ob man... hier oben noch was finden kann. Nee, hier ist einfach nur der Holzbalken. Schade. Hätte ja sein können, dass die da irgendwas versteckt haben. Was erzählst du uns, Froschi? Nur du kannst das... schaffen, Kleiner. Okay. Dann chill da ruhig mal weiter. Oh, Puzzleteil. Rabbit. Rabbit. Moment, ist man hier auch sicher? Ja. Puzzleteil. Nice. Haben sie denn unten auch noch was versteckt? Nicht wirklich. Also völlig umsonst wieder nach hinten geschoben worden. Oh, der gelbe Fisch. Danke, Abflussrohr. Gucken, ob wir alle Fische eingesammelt kriegen hier. Na komm. Da war ich doch dran, als ich geklickt habe. Wir könnten oben rum und unten rum. Alter, die Musik. Eigentlich sollte ich mich 20 Mal von dem treffen lassen. Ich hätte nämlich gerne den schwarzen Skin für unseren Fisch. Das wäre auch nice. Vielleicht mache ich das off-cam demnächst mal.
bevor wir... Wieso ist es jetzt so langsam? Will der mich zwingen, dass ich den jetzt hier... Wieso ist es so arg langsam geworden? Oh, unser Fisch ist zerstört worden. Ich möchte erstmal da oben rumschwimmen, haben wir ja gerade auch schon gesehen. Da war ein Sternchen. Ich glaube, das war ein Stern. Ja. Die sind zwar jetzt nicht nötig, aber wenn ich so eins schon mal erblicke, dann möchte ich es auch haben. So. Sag mir nicht, dass wir den Fisch wieder abholen müssen aus 12 Kilometer Entfernung. Doch. Oh no. Hätte ich da mal die Blume sofort aktiviert, aber ich wollte nicht, dass da irgendwas automatisch passiert. Von wegen. Ja, du schwimmst jetzt da durch den Wasserfall. Oh, das ist doch unnötig. Wo ist der fucking Fisch? Hä? Die drei Fische waren doch hier. Einer hat sich hinter so einem Stein versteckt und die anderen waren doch einfach mittendrin irgendwo. Gib mir Elfischo. War das Ding? Moment, kann man hier außen rum? Nope. Wo zum Fick ist der Fisch hin? Hat sich der da unten versteckt? Ja, Alter. Und ich schwimme da die ganze Zeit. Ey, Mann, ey. Ja, genau. Schwimm in den schwarzen Fisch rein. Ist okay. Kein Problem. Miau. Sink or swim? Arme Fischis. Oh! Sind das weiße Tote? Oh! Ja, moin! Kann ich mit den Fischen was anfangen? Nicht wirklich. Warte mal. Wir holen uns mal den Skin. In dem Level ist es scheinbar so, dass du da einfach getroffen werden kannst, ohne dass was passiert und dass du auch schnell wieder auflädst. Alles easy peasy. Oh no! Bin ich jetzt zu weit rausgeschwommen? Alter. Das tut auch in den Augen weh, wenn du in einem dunklen Raum sitzt. What the fuck? Ist der in den Weltraum katapultiert worden?
und der Fisch fliegt in die Sonne. Ende. Sternenüberflutigte Nacht, See, Gedöns, alles klar. Wir sind ein krasser, weiß leuchtender Albino-Fisch mit blauem Schimmer, schön. Krass, wie sich da der Nachthimmel auf dem Wasser spiegelt. Aber dass hier so freie Bahn ist, ist schon ein bisschen seltsam. Denn auf der rechten Seite, da waren noch ein paar Hindernisse. Fühlt sich auch an, als würde man, wenn man nach unten schwimmt, dass das ein bisschen langsamer geht, aber das ist, glaube ich, Einbildung. Ey, wenn die hier irgendwo Puzzleteile und sowas versteckt haben. Okay, wir schwimmen einfach mal nach rechts oben. Hier ist nichts. What the hell? Wir sollen hier ernsthaft Fische finden. Und da ist ein fucking Puzzleteil. Oh, jetzt dachte ich kurz, wir können da außen rumschwimmen. Ah, schade. Oh! Hey! Moin! Machst du da oben rechts den Ast auf? Scheinbar nicht. Können wir mit Vollkaracho rein? Nope. Oh. Wir sollen wirklich in dem offenen Areal alle möglichen Fische und sowas finden und Puzzleteile und Sternchen und... Das ist doch behindert. Das kannst du doch nicht erwarten. Was zum Fick haben sich die Entwickler dabei gedacht? Oder in jeder Ecke oben rechts, oben links und unten rechts gibt es was zu holen. Das wäre noch halbwegs human. Ah, hier ist auch noch ein Puzzleteil. Also in jeder Ecke und in der Mitte vielleicht. Also wenn das so ist. Ab nach unten rechts, what the fucking hell. Moment. Dieser große Stein in der Mitte hat einen weißen Fisch. Gibt's hier da auch nochmal Puzzleteil, Stern oder sowas in der Nähe? Schauen wir nicht. Wow! Was geht mit dir? Können wir dich auch mitnehmen? Hallo? Mami, bist du's? Nö, die interessiert das scheinbar nicht. Okay, weiter nach unten rechts. Da ist ja noch ein weißer Fisch. Servus. Gibt's hier denn auch noch mal was zu holen?
Jo. Und der grüne Fisch ist da links. Also wirklich in den drei Himmelsrichtungen. In den drei Himmelsrichtungen, Alter. Ah. Bildung mit Podderich. Das kann ja nur schief gehen. Da wird das oben rechts jetzt aufgemacht, oder wie? Oh. Aber mal 12 Kilometer gescrollt und gezoomt und weiß der Geier. Wir holen uns den Stern und dann schwimmen wir von da oben nach unten links und hoffen, dass wir noch einen weißen Fisch finden. Ich denke mal nicht, dass 2 weiße Fische für den großen weißen Fisch reichen. Wobei, wir sind ja schon zu dritt eigentlich. Das Level ist das, was mir bisher am wenigsten gefällt. Das soll vielleicht entspannend wirken, aber... Alter, wie lange du da schon brauchst, nur mal gerade nach oben zu kommen. Die Fische sind weg. Wieso sind meine weißen Fische weg? Was? Und hier? Was? Okay. Ich bin ein klein bisschen verwirrt bezüglich der Story. Aber nur ein klitzeklein bisschen. Was zum Fick? Dir wird hier die ganze Zeit erzählt von wegen, ey! Flussabwärts ist echt alles im Argen. Alle Fische sterben da unten, die da hinkommen. Und dann siehst du die ganze Verschmutzung und die dramatische Musik. Und das ganze Unheil, da wird ja nie wieder irgendwas wachsen, da werden keine Fische mehr hinkommen. Und das Ende vom Lied ist, dass du ein Mädchen auf einem Boot findest und das nimmt dich mit nach Hause als Haustier? Das ist die Story? Das ist die Moral von der Geschichte hier? Ich habe mich schon währenddessen gewundert, so, ja, was soll denn ein Fisch machen gegen die ganze Verschmutzung, die Abwässer, die von der Industrie in den Fluss gekippt werden, aber dieses Ende, das wirkte so, als hätten die Entwickler gesagt, oh, hey, Leute, unser Budget reicht für jetzt noch 2 Kaffeetassen, mach das Spiel mal zu Ende, jetzt sofort, egal was los ist. What the fuck? Und das war's wirklich? Ist das euer Ernst? What the lol? Und dann hast du hier irgendwelche lustigen Bilder und Verschmutzung und Verschmutzung und... ein Kind mit, ja, einem Fisch in der Hand und das rettet die Fische, indem es von der Stadt wegrennt und dann ins Wasser kippt. Was zum Henker? Haben wir das? Oh, warte mal, da oben stehen ja auch Sachen, wenn du es komplett vervollständigt hast. Oh, eines Tages kamen die Menschen und alles hat sich geändert. Die Welt außerhalb des Aquariums wurde stark verschmutzt.
The Lightfish forgot what it was and lost its powers. Nach und nach hat der Lichtfisch vergessen, was er war und hat seine Kräfte verloren. Das Mädchen hat den kleinen Fisch freigelassen, aber hat ihn nicht wiedergesehen. What the fuck? Nicht mal die Story ergibt irgendwie Sinn. Haben wir das dann rückwärts gespielt? Weil wir haben ja am Ende dieses Mädchen gesehen und wir sind von dem weißen Fisch zu diesem Goldfisch mutiert. Das könnte ja natürlich auch sein, dass wir rückwärts gespielt haben. Dass das Ende sozusagen hier dieser Anfang ist. Dass wir hier rausgekommen sind und unsere Kräfte halt... Ich hab keine Ahnung. Das Spiel ist... Erreicht das Ende der Welt in Level 7? Alle Toads haben wir auch nicht gefunden. Complete every level, ja. Zweiter Teil von Level 7 in unter 3 Minuten. Open all flowers. Wir haben nicht alle Blumen geöffnet? Alter. Okay. Mir egal, das Spiel ist teilweise entspannend, aber größtenteils... Ja. Fängt schon damit an, dass es standardmäßig auf Chinesisch startet. Fazit von mir. Koi-Interesse. Badam. Wir sehen uns nächste Woche an der Stelle mit einem anderen Projekt. Alter Verwalter. Also das... Ich habe mich ein bisschen darauf gefreut, weil die Vorschau in Dust and Elysian Tale echt gut ausgesehen hat. Nee, halt, das war Icy. Sorry. Ich verwechsel die zwar manchmal wegen der gleichen Farbgebung. In Icy hat das echt interessant ausgesehen. Hätt's auch nicht gebraucht, ne? Wir sehen uns nächste Woche. Macht's gut. Ciao.